Wie gesagt, ich werde gerne da weitermachen, aber ich versuche Ihnen hier in meinem Vortrag vielleicht ein Stückchen Angst zu nehmen vor den Krankheiten, gegen die heute geimpft wird. Das ist das eine. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie die Möglichkeit haben, nicht mehr mit Impfen bestimmten Krankheiten vorzubeugen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Sie sollten, wenn Sie überlegen, sich impfen zu lassen oder Ihre Kinder impfen zu lassen, sollten Sie Zahlen sich besorgen und Statistiken, die Ihnen diese emotionale Entscheidung, schütze ich mein Kind in Anführungszeichen oder lasse ich dem Schicksal seinen Lauf und gefährde damit unter Umständen das Kind, einfach ein Stückchen erleichtern. Sie haben, wenn Sie Studien über Nebenwirkungen finden, das ist nicht ganz einfach, aber es gibt Leute, die zusammengetragen haben, häufig ein deutlich größeres Nebenwirkungspotenzial inklusive Todesfällen nach Impfungen als nach der entsprechenden Krankheit. Das Thema heute ist Prophylaxe und Therapie ungeimpfter Kinder. Es soll das Thema einfach darauf hinweisen, dass wir etwas tun können. Die Frage, was macht uns krank, ist das, was wirklich am Erreger auch vorbeigeht. Es geht um Prophylaxe, die Vorbeugung, es geht um die Therapie und ein paar Beispiele. Die Ernährung. Wir alle brauchen Nahrungsmittel, Lebensmittel, um leben zu können. Und es liegt an uns, ob wir uns in Anführungszeichen an der Natur bedienen oder ob wir unseren Nahrungsbedarf über die Industrie decken. Jedes Produkt, das über die Natur unverändert in uns hineinkommt, kennen wir, kennt unser Körper über viele hunderttausend Jahre. Alles, was über industrieerzeugte Nahrungsmittel verändert ist, kennt unser Körper nicht und macht Probleme bei der Verarbeitung. Formaldehyd. Aus den Spanplatten ist es draußen, weitgehend. In den Impfstoffen ist es noch drin. Quecksilber, Thiomersal, ist in einigen Impfstoffen noch drin. Es gab mal Beipackzettel von Impfstoffen, da hat man das Thiomersal rausgenommen. Angeblich ist keins mehr drin. Dann hat man das untersucht und hat es wieder gefunden und hat sich herausgeredet, dass es keine Zusätze mehr gibt von Thiomersal, aber Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess. Also wenn Lebensmittel verunreinigt werden mit Salmonellen, dann werden die entsorgt und nicht verkauft und verzehrt. Bei chronischen Krankheiten wird es schon schwierig. Die heutige moderne Medizin hat keine Möglichkeiten, chronische Krankheiten zu beseitigen. Es gibt keine Therapiemethode, medikamentös, die Asthma beseitigt, sondern nur die Symptome lindert. Es gibt keine wirksame Methode, zum Beispiel um eine chronische rheumatische Erkrankung auszuheilen, sondern man kann nur die Symptome verändern. Ursachen beseitigen, suchen, was macht mich krank, und energetische Methoden benutzen, um die Ursachen zu vermeiden bzw. die Ursachen zu bekämpfen. Das ist in erster Linie Homöopathie und eine neuere Methode, AET, die zurzeit so gut wie noch nicht bekannt ist. Kinderlähmung ist den Älteren vielleicht aus der Kindheit noch bekannt, wenn bei den Verwandten oder bei den Nachbarn oder irgendwo im Ort Kinderlähmung aufgetreten ist. Weniger als 50% der Kinder haben schützende Antikörper, schreibt das Robert-Koch-Institut 1998. Merkwürdig ist, dass obwohl die Antikörper fehlen, das heißt kein Schutz da ist, trotzdem keine Wildpolio, keine Kinderlähmung mehr auftritt, sondern die einzigen Fälle, die aufgetreten sind in den letzten 20 Jahren in Deutschland, aufgetreten sind durch Impfungen, entweder unmittelbar durch den Impfstoff oder durch die Ansteckung bei Geimpften. Laut Weltgesundheitsorganisation 2002 ist Europa, Amerika und der Pazifik frei von Polio. Es ist für mich völlig unverständlich, warum man in Deutschland noch gegen Polio impft.
Es gibt diese Erkrankung in Deutschland nicht.